Hallo und herzlich willkommen zum Whisky Turntable. Heute sind wir wieder bei Glenfarclas. Hatte ich ja schon ein paar Mal. Liegt mir. Deshalb bin ich auch sehr froh darüber. Zum Glück muss ich ja nichts verkaufen. Deshalb ist das ganz egal, was ich hier auf meinem Tisch probiere. Hat keine Konsequenzen für mich. Ob das dann immer Sinn macht, ist was anderes. Aber so muss ich mir keine Malls antun, auf die ich eigentlich gar keine Lust habe. Ja, ich habe mir natürlich wieder so einen ganz kleinen Gedanken dazu gemacht. Ich habe hier 2000er Oloroso Sherry abgefüllt 2015. Ich habe den 96er Oloroso Sherry abgefüllt 2015. Und ich habe den 2004er Oloroso Sherry abgefüllt 2015. Allerdings, der hier hinten, den sehe ich auf jeden Fall das erste Mal zurzeit, der ist First Fill. Oh, habe ich gedacht. Den musst du probieren. Aber ich trinke den dann ja nicht einfach so alleine, sondern habe mir ausgedacht, was kannst du machen. Sind alles drei aktuelle Malls. Also jetzt, ich ruder nochmal so ein bisschen zurück. Ich achte ja schon gerne dann, soweit es möglich ist, dann darauf, dass es Malls sind, die aktuell sind. Diese beiden Flaschen haben auch Vorgängerabfüllungen. Der hier sowieso, da gibt's zig, aber von dem habe ich zum Beispiel auch einen, der ist 2000 abgefüllt, gleiche Dose, ist dann aber 2000 gebrannt und dann aber 2013 abgefüllt. Von ihm hier gibt's eh genug Jahrgänge. Hier haben wir auf jeden Fall jetzt die aktuellen. Ich finde das auch, wie gesagt, bei Glenfarclas ist ja auch das Schöne. Da glaubt man dann wirklich manchmal an dieses Familienunternehmen oder das, wie soll man sagen, auf jeden Fall, dass da marketingmäßig auch keiner so richtig auf dem Damm ist. Drei Abfüllungen, alle komplett unterschiedlich vom Design, das wird es in der großen Firma gar nicht geben. Einmal habe ich hier so eine olle Blechtube mit der Standard Glenfarclas Pulle drin, ingefärbt. Ich hole sie mal raus. So, übrigens, wollte ich immer schon mal sagen, hier drin ist Pappe. Eine sehr, sehr clevere Geschichte. Hätte ich mir damals gerne bei Bruichladdich gewünscht, oder Bruichladdich, wo die schöne Abfüllung hatten. Aber die haben sowas nicht gehabt. Die Flasche ist wild drin rumgeflogen während des Transports und hat Deckel und Dose meistens vermackelt. Ja, hiermit passiert das Ganze nicht. Flasche schon offen, die anderen auch. Samples sind von mir selber. Ich habe ja eine Flaschenteilung gemacht. Vielleicht hat ja der eine oder andere das Video dazu gesehen. Ich werde es jetzt bald auch löschen, weil sonst wird man ja nur sauer. Man sieht ein Flaschenteilungsvideo und das Ganze ist schon längst durch. Oder der eine oder andere schaut sogar zu, der die Samples bekommen hat. Was mich ja auch so ein bisschen gereizt hat. Ich wollte die Dinger probieren, aber gleichzeitig kann ich euch auch noch mal mehr mit ins Boot holen. Internet 5. Schlag mich tot oder so nenne ich das dann. So, Dose kann weg. Ja, und dann, wie gesagt, ich komme noch mal auf meine Marketinggeschichte zurück. Dann haben sie auf einmal so einen hohen Pappkarton bei der nächsten Abfüllung. Dann mit der Standard-Bottle drin. Auch jetzt irgendwie, muss man jetzt nicht so verstehen. Und dann hat man eben hier diesen neueren First Fill. Dieser ganze Karton ist auch schon neu. So in der Art, ich weiß jetzt nicht, ob der für die Christmas Malls 2015 ein bisschen wieder mit Schnee verziert war. Ich weiß es wirklich nicht. Da habe ich den das erste Mal gesehen. Also ist ganz allgemein gehalten. Eben damit sie eine Standardumverpackung für die ganzen Sondergeschichten wohl für die nächste Zeit haben, behaupte ich mal. Und hier haben wir jetzt die Glenfarclas-Flasche in durchsichtig. Ich habe die kleinen Samples, ich fülle sie ja gleich um, dann gucken wir uns die Farbe nochmal an. Ich denke mir mal, dass dabei sich keiner was denkt. So. Ist die noch weg? Dazu kommt, also es sind ja alles... Ich weiß auch nicht, ob das da mit diesem Deutschland-Import zu tun hat. Es sind ja alles Abfüllungen rein für den deutschen Markt. Oder ich weiß nicht, ob eben für den deutschsprachigen Markt, sage ich das mal so. Weil hinten steht alles in Deutsch drauf.
Das machen die sehr wahrscheinlich nicht für Spanien oder für Griechenland. So, jetzt haben wir die schönen Flaschen. Holen wir uns drei Gläser. Eben kurz drauf gucken. Ich musste sie provisorisch wenigstens beschriften, damit ich mich nicht vertue. Ja, wenn der eine First Fill ist, dann muss beim anderen ja Refill drin sein. Auch wenn sie es nicht draufschreiben, aber ist ja nur logisch. Und jetzt wollen wir mal gucken, wie weit sich das bemerkbar macht. Ich will auch hier in der Reihenfolge von mir aus anfangen, obwohl man ja normal mit dem Jüngsten anfangen soll. Aber hier will ich einfach erstmal merken, wie die beiden sich entwickeln, wie die Eiche vielleicht stärker wird und dann mal gucken, wie dann dagegen First Fill schmeckt. Alle 46%. Kühlfilterung machen sie, glaube ich, nicht. Bei ihm hier sind sie jetzt mittlerweile so clever und beschreiben das hinten drauf. So weit waren sie letztens bei den Abfüllungen noch nicht. Aber mittlerweile haben sie ja auch gemerkt, worauf wir Whisky-Nerds stehen. Und ja, ist ja das Einfachste der Welt eigentlich. Ich unterbreche jetzt kurz, um euch ein Foto einzublenden, weil der Rest läuft, wie gesagt, hier bei der Flaschenteilung, ist schon verteilt, stand jetzt sogar schon und da möchte ich nicht mit dem Whisky anderer Leute spielen. Sagen wir es mal so. Fotos im Kasten. Hier zeige ich euch schon mal welche oder eins, muss ich gucken. Ja, beim Fotografieren, ich denke, ihr seht es jetzt auch, man sieht eigentlich, dass sie fortlaufend von mir aus gesehen dunkler werden. Hier vielleicht vom Alter her und hinten, weil es First Fill ist, denke ich mir jetzt erstmal so. Ganz kurz noch preislich. Circa, immer circa, ihr wisst es, gibt es von Shop zu Shop Unterschiede. 50 Euro, 60 Euro, auch 60 Euro. Das ist dann natürlich schon ein Wort. Für den Jüngsten genauso viel wie für den Ältesten. Und für 10 Euro weniger kriege ich einen, der auch nochmal wieder 4 Jahre älter ist. Wir finden es raus, ob er es wert ist. So. Hier benetzen. Ich stelle mir jetzt typische Glenfarclus vor. So, klar, Sherry-lastig. Blind-Tasting wollte ich nicht machen. Ich will ja dann jetzt wirklich den und ich meine, man kann das auch immer. Wie man es macht, ist eh verkehrt. Mich hat jetzt eben eher gereizt, nicht, dass ich vielleicht rausfinde, welcher ist, dass man es schmeckt, sondern hier würde ich es ganz bewusst nach den Unterschieden suchen. Und das kann ich dann nicht mehr, wenn ich alleine schon rumrate, welcher ist. Ganz einfach. Nase rein. Glenfarclus, ja. Ich meine, wenn man es weiß und kein Blindtasting ist, ist man nicht überrascht. Sherry-Einfluss. Mit einem leichten Alkoholstich würde ich nicht sagen, mit so einer leichten alkoholischen Note, was ich jetzt einen Ticken zu viel finde. Hatte ich, glaube ich, gesagt, 46% bei allen gleich. Und ist ja bei den anderen Sonderabfüllungen eigentlich auch durchgehend. Von daher habe ich auch schon häufiger getrunken. Die sind nicht zu viel, um Gottes Willen. Ja, 2000, 2015. Also irgendwo 14 Jahre plus minus. Ein bisschen Heide da drin. Oder Heidekraut, was oft genannt wird. Würzigkeit habe ich jetzt nicht. So Sherry, aber jetzt nicht so in einem vollen, dunklen Bereich. Etwas leichterer noch. Ich muss jetzt sagen, ich habe jetzt noch nie irgendwie... Doch, habe ich schon mal. Einen 12er habe ich schon mal getrunken, aber ich habe keine Erinnerung mehr dran. Hm.
Er ist von den, die ich sonst getrunken habe, und das ist ja dann eher das ältere Spektrum, 18, 21, 25, bisschen flacher vom Sherry her. Aber deutlich präsent. Trinken wir jetzt? Der tritt am Ende nach. Es ist Sherry da, um Gottes Willen. Dann wird es aber gleich wild und ungestüm. Ein bisschen zu wild. Würzigkeit ist da. Also nicht, dass das ist ja auch kein junges Ding, ist ja jetzt kein Achtjähriger oder sowas. Oder No Age, um Gottes Willen. Wenn der Sherry sich ein bisschen voller und breiter am Anfang machen würde und das dann kommen würde, fände ich es schöner. Ich habe es schon ein paar Mal gesagt. Hört sich manchmal zu negativ an. Ich komme einfach eben jetzt von den Preisigen würde ich gar nicht sagen. So teuer sind sie ja dann zum Glück nicht. Aber höheren Jahrgängen. Da finde ich das jetzt schon sehr abfallend. Obwohl es jetzt hier der erste ist. Ich hoffe, dass das jetzt nicht so hier weitergeht. Obwohl ich sehr wahrscheinlich zu manch anderer Destillerie diesen dann doch, wenn ich es eins zu eins trinke, dann vielleicht doch wieder bevorzugen würde. Ist Mäkeln auf hohem Niveau, sagen wir es so. Das, wo man im Rachen hat. Diese Note, Alkohol vom Anfang, ist ein bisschen gewichen, hat jetzt so eine typische Speyside-Blumigkeit, finde ich, mit Sherry ein oder mit stärkerem Sherry-Einfluss. Vielleicht macht er jetzt ein bisschen was wett bei mir. Ich wollte eigentlich als erstes sagen, ich nehme keinen zweiten Schluck, weil ich noch die anderen beiden vorhabe, aber ich nehme noch mal einen kleinen. Man hat sich jetzt ein bisschen mehr dran gewöhnt. Aber ich finde, es ist keine richtig starke Fruchtigkeit da. Süße auch relativ flach. Relativ im Vergleich zu den anderen. Ja, aber ich hatte jetzt andere eben schon im Glas von Glenfarclas, die fand ich einfach Hammer. Und da fällt dann vielleicht einer, der Durchschnitt ist, stärker ab. Wie bei manch anderer Destillerie, die man jetzt gar nicht kennt oder wo man eben noch nicht solche super schönen Sachen aus eigenem Empfinden getrunken hat. Okay, spülen wir. Hier diese Jahrgangsabfüllung in der Standardbottle sind ja auch legendär, will ich mal behaupten. Es wird oft diskutiert, wo der Unterschied zwischen den einzelnen Jahrgängen ist. Dann heißt es immer wieder, je neuerer sozusagen, desto schlechtere Fässer werden verwendet. Aber grob gesagt geht's irgendwo, sind sie identisch oder sozusagen fortlaufend, also ähnlich, um es mal so zu nennen. Was bei Glenfarclas ja eh sehr weit verbreitet ist, die haben ja jetzt nicht wie manch andere Brennerei einen rauchigen, einer, der nur Ex-Bourbon ist, einer, der was weiß ich, dann dreifach destilliert und dafür in Portweinfässern lag oder sowas, die sind ja einfach klassisch Sherrywood und fertig. Was ja auch das Schöne ist. Es ist ja das Schöne an der Vielfalt in Schottland. Ich mag Brennereien, die experimentieren, wenn sie es richtig machen. Mag aber auch welche, die einfach ihrer Linie treu bleiben. So. Dann das Limited Raw Bottling. Mann, hört sich das gut an. Der Preis ist natürlich
Hammer, 60 Euro für ein, ja, was ist er jetzt maximal alt, 19 Jahre, 18 Jahre. Zur Menge der Fässer steht jetzt hier nichts drauf. Bei manchen schreiben sie es drauf, dann werden da ein paar Fässer aufgezählt. Auf jeden Fall sind das keine riesigen Stückzahlen. Gut, kommt ja eh fortlaufend was Neues. Aber macht dann auch Spaß, finde ich, irgendwie zu sammeln. Auch aus Sammlersicht. Das geht schon eher in die Richtung, die ich von Glenn Farkless gewöhnt bin. Voller Sherry. Mit einer gewissen Würze dahinter. Dieses, was bei mir immer oft so Heidekrautmäßig ist. Honig dazu. Ja, Honig ist vielleicht ein Ticken zu übertrieben jetzt schon. Aber einfach schwer, das Ganze voll, voluminös. Und dabei so eine gewisse Spritzigkeit in meinen Augen. Oder in meiner Nase. Ölig kann man aber auch nicht riechen, ne? Nein. Ja, an der Tankstelle schon. Mhm. Oh ja. Auch? Mit einer guten Kraft dahinter. Würze viel mehr aufgeladen dadurch. Von der Eiche. Für meinen Geschmack nicht zu viel. Für jemand, der nicht auf diese Eiche steht, vielleicht ja. Aber viel süßer. Vielleicht eben mein Honig, den ich eben hatte. Fruchtiger. So eine Nussnote finde ich da drin. Ja, einfach ein Glenn Farkless. Das kann ich mir auch vorstellen, also auch, was heißt sammeln, sich immer, was heißt immer, die aktuelle Abfüllung holen, wenn die andere leer ist und dann eben die leichten Unterschiede erkennen, aber trotzdem immer was Vergleichbares haben. Das finde ich ist daran der Reiz. Ich wollte eben nicht diesen machen, aber man hat eben dieses typisch Sherry-mäßige und ich fand es nicht zu knapp. Ich habe dann immer so einen Moment Trockenheit mit dann einsetzendem Speichelfluss. Den ich jetzt, finde ich, immer noch so leicht habe. Und der hält auch länger an als der erste, wenn ich ihn jetzt habe. Wo ich eben erzählt habe, im Vergleich war der schon längst weg. 10 Euro Unterschied, schon mal ein Fazit zu den beiden. Hart auf hart gesagt. Kann man immer gut, wenn man sozusagen das passende Kleingeld hat. Das soll nicht heißen, dass ich das habe, um Gottes Willen. Aber wenn er schon 50 Euro für die Flasche ausgibt, dann guckt noch, dass er Zähne habt und nimmt die, ganz ehrlich. Finde ich einen riesen Unterschied. Oder genau diesen Unterschied von okay, guter Standard, akzeptabel zu jawohl, das ist er. Einfach ein klasse Malt. Finde ich auch das, also ich mag das dann, wenn diese wirklich dann, sehr wahrscheinlich kommt es dann eben über die Jahre. Ich weiß jetzt nicht, ob sie da bessere Sherry, besser hört sich auch immer so doof an, frischere Sherryfässer vom Verhältnis mehr da drin haben, dass eben die Fruchtigkeit stärker ist oder ob es über die Jahre kommt. Fruchtigkeit, Süße kombiniert mit der Eiche. Klasse Ergebnis. Ich nehme jetzt keinen zweiten Schluck, obwohl der mir echt am Gaumen hängt. Spüle eben und dann kommen wir zur entscheidenden Frage. First Fills. Lohnt sich das zum selben Preis? Noch mehr Fruchtigkeit und Süße, dafür weniger Eiche. Wir werden es gleich sehen. Eigentlich hätte ich jetzt sagen müssen, nach der Werbung. Okay.
Diese Abfüllung, wie gesagt, auch im älteren Design oder so kenne ich die nicht, dass die da irgendwas mit First Fill mal rausgehauen haben. Wobei es von Glenfarclas unendlich viele Abfüllungen gibt, wenn da mal einer eine Whisky Base guckt oder so. Aber die letzten Jahre ist mir keine bewusst aufgefallen, muss man so zu sagen. Ist jetzt auch nicht die Riesenmenge. 2400 Flaschen. Wenn sich das rumspricht, dass er gut sein sollte. Ich habe natürlich was gelesen im Internet, um Gottes Willen. Ich kaufe ja nicht einfach so eine Flasche. Er soll schon nicht schlecht sein. Und dann wiederum, ja, 60 Euro ist schon eine Hausnummer, ne? Mein liebgewonnenen Le Daig von Signatory hatte damals 75 Euro gekostet. Allerdings, als dann jeder wusste, dass es wirklich was Besonderes ist oder was Leckeres ist, jetzt liegt da, kriegt man nicht mehr unter 90. Dann ist natürlich 60 zu 90 sind schon wieder 30 Euro. Nase rein. Frucht. Hier geht's richtig Frucht. Da ist, manchmal frage ich mich, ob ich die Würze wirklich riechen kann oder ob das Einbildung ist. Jetzt merke ich wieder, ja, ich kriege die Eiche, das Fass, das Holz wirklich auch in die Nase, weil das habe ich hier eher im Hintergrund. Hier habe ich wirklich so eine Art Kompott, Fruchtkompott. Und den Ausdruck habe ich auch noch nicht in meinen Videos gebraucht. Mein Gott, so Fruchtkompott und dann noch eine Bohle drüber, dann noch irgendwie eine Flasche Schnappes dazu. Das war jetzt nicht negativ gemeint, der ist jetzt nicht sprittig, aber um diese Alkoholnote, den man ja, ihr wisst es, ihr versteht mich. Boah! Pflaumenkuchen. Und ich habe mich in der Vergangenheit oft gefragt, ihr wisst ja, ich als Geschmackslegastheniker, wie hauen die auf einmal solche Sachen raus? Wo ich jetzt doch ein paar Videos habe, Pflaumenkuchen, so ein Blechkuchen mit Streuseln drüber, auch so eine Süße da drin, nicht nur die Fruchtigkeit, habe ich jetzt persönlich. Ihr seht selber, ich mache mich ja auch mal über eine Flasche schlau, also jetzt nicht immer für das Video, das versuche ich eigentlich eher zu vermeiden von den Notizen, um mich nicht zu beeinflussen. Aber wenn man es mal bei einer anderen macht, die man vielleicht schon getrunken hat oder nach dem Video, dann merkt man auf einmal, der eine hatte eine Himbeere, und der andere hatte auf einmal irgendwie eine Assoziation zu irgendeiner tollen Blume oder eben auch Heide oder was auch immer oder kam auf eine ganz andere Frucht. Da passiert alles hier oben. Für mich ist die Aussage dann immer nur, wenn es dann doch in die exotische Richtung geht, da muss irgendwie was Besonderes drin sein, was das Ganze ja einen Kick in die andere Richtung gibt. Oder wenn ziemlich viel dann runtergeblabbert wird, dass er doch schon sehr komplex sein muss. Und hier muss ich jetzt von der Seite, wenn ich jetzt über Komplexität rede, die hat er jetzt dadurch nicht, aber er hat eben eine massive Frucht, die ich jetzt so nicht 0815-mäßig bei irgendeiner Abfüllung von Glenfarclas kriege. Also ganz, ganz sicher. Die ist voll da. Ich probiere jetzt mal. Also Frucht, Frucht, Frucht mit ein bisschen Süße und meinem Pflaumenkuchen-Kompott. Ja, hatte ich so ganz kurz diese Pflaume auch im Mund. Sonst habe ich oft, wenn ich die Sherry-fass gelagerten Whiskys trinke, dass ich unmittelbar so eine Trockenheit habe. Hier hatte ich sie erst am Ende. Speichelfluss, der rennt mir. Obwohl das, finde ich, immer so ein blödes Kriterium ist. Süß, fruchtig, ganz, also, was ist ganz... Eiche ist da, aber dezent zurückgetreten. Vielleicht vermischt sie sich dann eher schon zu so einer Art, ja, zartbitter. Vollmilch will ich nicht sagen. Am Ende mit der Süße und ja, der Fruchtigkeit dann weniger. Oh, der ist gut. Und besonders das ist was...
außergewöhnlicher Glenfarclas, finde ich. Während die anderen sich dann eher in der Intensität der Eiche, der Frucht, wie hier eben, oder so unterscheiden. Hier, das ist schon eine Ausnahme. Wer in seiner Glenfarclas Ranch Sammlung, wie auch immer, eine Flasche drin haben will, die jetzt nicht mit drei anderen offenen Flaschen relativ gleich ist. Hier hat er eine. Kostet dann aber eben genauso viel wie unsere etwa 96er Flasche. Aber wenn man da mal was anderes haben will, die Farbe, die ist deutlich dunkler. Ich gehe jetzt nochmal rückwärts durch mit der Nase. Das hört sich jetzt böse an. Komm, wir sind heute böse. Riecht ein bisschen wie ein Weißwein. Boah, ist das gemein. Nein, aber diese Fruchtigkeit ist so dermaßen. Also ich hatte richtig, wie gesagt, Kompott, Pflaumenkuchen. Was ich bei den anderen dann, wenn, oder in den Videos, wo es mal einer raushaut, ja, dann ist es eben sein Eindruck. Also den hatte ich bis jetzt noch nie. Habe ich noch nie gesagt, guckt euch alle an. Das sage ich jetzt nicht nur, damit er mir hier irgendwie treu bleibt oder so. Vielleicht für den einen oder anderen dann eben schon zu viel. Ich hatte es auch schon bei einer Abfüllung, da sagte ich, Mensch, die ist nochmal ein Ticken fruchtiger, finde ich besser. Und dann sagte jemand anders mir, ohne dass wir jetzt da irgendwie Streit hatten, dann sagte mir nur, nee, das ist mir ein Ticken zu viel. Ist mir nicht komplex genug. Ich will da ein bisschen davon, mit Eiche etc. Ich weiß ja nicht, was aus einem First Fill Fass dann wird, wenn es mal 18 Jahre alt ist. Sollen sie mal ein paar so lange liegen lassen. Noch einmal. Richtig weich im Mund. Ist noch ein Whisky, ne? Das ist die Fruchtigkeit schon sowieso drin gewesen bei mir. Jetzt überrascht sie mich nicht mehr so sehr wie vorhin, aber trotzdem, der Speichelfluss ist da. Die Süße. Ja, so ein bisschen Prickeln und Eiche am Ende. Ganz leicht. Also auch für jemand, der vielleicht nicht so auf die Eiche steht, ist das auf jeden Fall eine Option. Gerade mit der Fruchtigkeit dabei. Ja. Hat mich echt sehr, sehr positiv überrascht. Und ich habe sie ja hier alle drei als Flaschenteilung. Ich muss mir davon noch eine holen. Die von euch, die diese Flaschenteilung mitgemacht haben, schreibt mir unten drunter, wie seht ihr das? Ist das so, und empfinde ich das nur so, empfindet ihr das gleich? Ist euch das vielleicht zu unangenehm, diese starke Frucht? Oder habe ich einen an der Pfanne? Schreibt unten drunter. Macht's gut, bis dahin. Ciao.